Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal und dem allerersten Video. Die Leute auf Instagram haben sich längere Videos gewünscht und dementsprechend bin ich auch bereit, das umzusetzen. Mein Name ist Eddie Lutschenka und ich bin aktuell Spieler von 1. FC Lokomotive Leipzig in der Regionalliga Nordost. Und wenn du bereit bist, die Reise mit mir zu gehen, dann freue ich mich wahnsinnig darüber und lass uns heute mit 15 Übungen starten, die dir dabei helfen, deine Ballkontrolle zu meistern. Viel Spaß damit! Die erste Übung ist Innenseite, Außenseite, Sohle und ich würde dir empfehlen, vor allem am Anfang, dich viel mehr auf die Ausführung, auf die Qualität der Übungen dich zu konzentrieren, anstatt auf die Schnelligkeit. Finde deinen Rhythmus und versuch das so konstant wie möglich beizubehalten und ich empfehle dir, die Übungen entweder in deine Aufwärmung mit einzubauen oder als eine komplette Trainingseinheit zu betrachten. Und falls du daraus eine kurze, aber sehr knackige Aufwärmung machen willst, dann wiederhole die Übungen für 2 bis 3 Durchgänge mit 30 bis 60 Sekunden Belastung. Die zweite Übung ist Sohle, Außenriss, Innenseite. Das heißt, wir ändern nicht wirklich viel, sondern einfach nur die Reihenfolge. Die Ausführung der zweiten Übung ist vielleicht etwas komplizierter und umso wichtiger ist es, einfach konzentriert zu bleiben und saubere Ballkontakte zu sammeln. Bei dem ersten Ballkontakt geht es nicht wirklich darum, den Ball so weit wie möglich rüberzuziehen auf die andere Seite, sondern eher diagonal, dann ein leichter Kontakt mit dem Außenriss und dann mit der Innenseite auf die andere Seite rüberziehen. Die dritte Übung ist relativ einfach, aber unfassbar wichtig meiner Meinung nach, denn es geht um die Basics. Und wenn du es schaffst, die Grundlagen zu beherrschen, dann wirst du auch in der Lage sein, mehr anspruchsvolle Übungen zu meistern. Und bitte denk daran, wie wichtig es ist, die Übungen auch mit dem schwachen Fuß sauber ausführen zu können, um auf dem Platz noch ballsicherer zu sein. Also hinzu mit dem starken Fuß und rückzu mit dem schwachen. Übung Nummer 4 ist Außenseite, Innenseite, nur diesmal machen wir es auf beiden Seiten, was etwas mehr Koordination erfordert. Dementsprechend lass deine Knie leicht gebeugt und führe die Bewegungen so dynamisch wie möglich durch. Dein Ziel ist es nicht, so schnell wie möglich auf die andere Seite der Strecke zu kommen, sondern auf dem Weg dorthin so viele Ballkontakte wie möglich zu sammeln. Nummer 5 ist noch etwas dynamischer. Wir führen den Ball mit der Sohle auf die andere Seite, nehmen den Ball mit der Innenseite nach vorne mit und führen dieselbe Bewegung auf der anderen Seite durch. Und wenn du aus den Übungen eine komplette Trainingseinheit machen willst, die über eine Stunde dauert, dann wiederhole jede Übung so lange, bis du selber mit der Ausführung zufrieden bist. 10 Durchgänge von jeder Übung sollten auf jeden Fall machbar sein. Sechste Übung ist Innenseite, Innenseite, Außenriss. Also bring den Ball mit der Innenseite auf die andere Seite, nehme mit der Innenseite von dem anderen Fuß nach innen, mit der Außenseite nach außen und bring den Ball mit der Innenseite wieder auf die andere Seite, sodass du mit einem Fuß 3 Ballkontakte am Stück hast. Und das klingt vielleicht etwas komplizierter, als es aussieht. Siebte Übung ist höchstwahrscheinlich eine der effektivsten Übungen, wenn es darum geht, im Spiel den Ball zu schützen oder um den Gegenspieler auszutricksen. Und der Haken hinter dem Standbein sollte mit einem kleinen Sprung beim Abstoppen erfolgen, jedoch die Übung sollte nicht allzu aggressiv ausgeführt werden, dafür aber so oft und so sauber wie möglich. Und in letzter Zeit werde ich oft gefragt, wie ich mich in der schwierigen Situation, nicht nur für uns Fußballer, sondern für alle Menschen da draußen, mich fit halte und trotzdem so motiviert bleibe. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von uns 2 Optionen hat. Entweder du meckerst den ganzen Tag nur rum und beschwerst dich über die aktuelle Situation, oder du übernimmst Verantwortung und betrachtest das als eine Chance. Es ist deine Entscheidung.
Unsere achte Übung ist Übersteiger. Wir berühren den Ball ganz leicht mit dem Außenriss und mit demselben Fuß machen wir den Übersteiger. Dabei stellen wir sicher, dass unser Übersteiger vor dem Ball erfolgt und nicht über dem Ball, auch wenn es Übersteiger heißt. Wir wollen den Ball vor dem Gegenspieler schützen und in der Lage sein, die Richtung so schnell wie möglich zu wechseln. Neunte Übung ist Rückziehfinte hinter dem Standbein. Nachdem wir die Rückziehfinte gemacht haben, spielen wir den Ball mit dem Außenriss ganz leicht diagonal nach vorne und dann platzieren wir unseren Fuß mit der Sohle auf dem Ball und ziehen den Ball damit zurück. Versuch einfach, die Ballkontakte so eng wie möglich zu halten und dabei fokussiert zu bleiben. Nummer 10 ist ebenfalls eine Rückziehfinte, nur diesmal lassen wir den Ball die ganze Zeit vor uns und benutzen dafür unsere Sohlen und die Innenseiten. Nach der Bewegung mit der Sohle spielen wir den Ball mit der Innenseite diagonal 45 Grad nach vorne, also wir kreieren in dem Fall eine V-Form, die im Spiel als eine Finte ebenfalls sehr effektiv ist. Übung Nummer 11 ist ebenfalls eine V-Form-Finte, nur in dem Fall wechseln wir die Füße ab. Das heißt, rechte Sohle, linke Innenseite, linke Sohle, rechte Innenseite. Und wenn du bei den Übungen zwischendurch mehr Kontakte brauchst, um den Ball sauber zu kontrollieren, ist es vollkommen in Ordnung. Jedoch solltest du den Anspruch haben, die Übungen exakt und fehlerfrei ausführen zu können. Die 12. Übung ist ein Übersteiger nach innen und um ehrlich zu sein, den ganz normalen Übersteiger mag ich nicht allzu sehr, dafür bevorzuge ich aber den Übersteiger nach innen oder die sogenannte Se-Roberto-Finte und es geht auch nicht wirklich darum, die Übungen bzw. die Finten in dein Spiel mit reinzubringen, sondern er soll dir einfach dafür dienen, dass du im Spiel mehr Kontrolle auf engen Räumen hast. Die Übung Nummer 13 ist eine Kombination von einer Schussantäuschung und der Iniesta-Finte zum Anschluss. Es mag eventuell etwas anspruchsvoller zu sein, aber letztendlich verbinden wir einfach nur die Übungen, die wir schon davor gemacht haben. Also fang lieber etwas langsamer an und steigere dich Step by Step. Um die Übungen ausführen zu können, brauchst du das nicht unbedingt auf einem gefrorenen Kunstrasen zu machen, sondern es reicht, wenn du eine Fläche findest, wo du 10 Meter Platz hast. Also besorge dir eine Schaufel und fang an, dir die Wege zu deinen Träumen freizuschaufeln, weil niemand das für dich machen wird. Es ist einzig und allein deine Verantwortung. Nummer 14 ist die Rolle mit der Sohle, Innenseite, Innenseite. Nachdem wir den Ball mit der Sohle ins Rollen gebracht haben, machen wir einen kleinen Übersteiger und diesmal wirklich über den Ball und anschließend berühren wir den Ball mit den Innenseiten. Und nochmal, es ist enorm wichtig, die Knie ganz leicht zu beugen, dadurch werden alle Ballgewöhnungsübungen dir viel leichter fallen. Und die 15. Übung ist Rolle, Innenseite, Außenriss und in dem Fall haben wir wieder drei Ballkontakte mit demselben Fuß nacheinander. Konzentriere dich bitte auch auf deinen Oberkörper, weil eine Körpertäuschung ist und bleibt die effektivste Finte, um den Gegenspieler hinter dir zu lassen. Also eine Wiederholung nach der anderen und das jeden Tag. Das macht den Unterschied aus. Wenn die Übungen euch gefallen haben, hinterlasst mir ein Like, abonniert den Kanal für mehr solche Videos und schreibt mir unten in die Kommentare drei Übungen, die euch am meisten gefallen haben. Bringt Ausdauer, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal.